Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, das letzte Mal konnten wir ja hier durch die Gitterstäbe einen kleinen Blick auf unser Ziel erhaschen. Aber jetzt geht es erstmal hier vorne weiter. Und hier haben wir auch noch wieder was zum Lesen. An old mural. And those vessels. Greek fire. The prophet's deathless army. Armed with Greek fire. They were unstoppable. Ui, Griechisch. Ich glaube, Griechisch sind wir jetzt schon auf der letzten Stufe, wa? Der zeigt jetzt schon gar nicht mehr an, dass wir irgendwie noch weiter unsere Fähigkeiten verbessern. Ich bin Stufe 7 und ich werde wahrscheinlich ewig Stufe 7 bleiben. So wie das ausschaut. So, jetzt mal hier ganz vorsichtig. That smell. Oh no. Das ist eher ungeil. Willst du mir damit sagen, dass es hier wieder irgendwelche Giftgasdämpfe gibt oder was? Burned alive. Yummy. Wow. Okay, also diese Wächter, die hier unterwegs sind anscheinend, diese Unsterblichen, die sind ein bisschen heftig drauf. Hier sind auch so ganz edle Schwerter stecken in denen drin. Hier vorne lebt sogar noch einer. Wow! Gott! Ja, komm, stirb am besten. Who could have done this? Naja, die Wächter, die dieses Artefakt bewachen. So, ich habe das Gefühl, so langsam gehen wir wieder in die übernatürliche Richtung. Hier haben wir auch mal wieder Blutwasser, mehr oder weniger. Lecker Schmeckerchen. Hier war jetzt nichts zum Angucken, glaube ich. Ach du Scheiße. So, ich glaube, so langsam. These vessels, they're still filled with Greek fire. I wonder if it will still burn. Oh oh. Das heißt, ich darf hier mal ein bisschen was explodieren lassen. Kann ich dazu normale Pfeile nehmen oder muss ich die Feuerpfeile? Nehme ich mal die Feuerpfeile. Hell yeah! Das hat ganz schön gewumst. Wusste ich's doch. Und hier liegt auch noch was. Some believe the prophet to be God's son risen, but he makes no such claims. Some praise his actions as miracles, but he rejects such attributions. In his humility, his followers see the truth of his message. We see the change coming. I have shed the trappings of my station and now devote myself fully to the prophet. I spread his word, recruiting others of my station to the cause. But this has enraged the elite and brought the full attention of the church in the West. Na, überall, wo die Kirche sich bedroht sieht, im Glauben oder sonst wie, dann kommen sie natürlich aus ihren Löchern gekrochen, ist klar. Oi, 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 das kann nicht gut gehen. Das sieht viel zu einfach aus. I don't like this. Hier sind auch wieder ganz viele griechische Feuerdingens. Oh, wir könnten mal den hier noch machen. So. Ja, da komme ich doch jetzt im Leben nicht einfach so ran. Das kann mir keiner erzählen. Das wäre viel zu einfach. Ich glaube, jetzt geht die Party erst richtig los. Oh Gott, ich habe keinen Bock. Ich will nicht. Mama. Moment. Dein Lichterz. Ich nehme mal das sicherheitshalber schon mal mit. Moment. Erstmal hier umgucken, aber ich glaube, hier ist ansonsten wirklich nur dieses Feuer. Da hinten ist noch Erz, glaube ich. Und hier
Ja, ist die verschlossene Tür. Da wird es dann sicher auch nochmal lustig werden. Ich denke mal, wir werden hier gleich von allen Seiten angegriffen. Sei es eine Trinity oder diese Unsterblichen. Okay. Aber wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Von da oben. Alter Stadtverwalter. What the hell? Ah, die schweißen sich da durch, die Schweinpriester. Na, komm raus. Du kleiner Schweinepriester. So. Ja, wo bist du? Na, shit. Gut, aber ich habe ihn zumindest rausge... Bist du, komm. Jawohl, so. Ja, das ist natürlich noch nicht alles. Na? Da kommen doch sicher irgendwelche Viecher. Kommt, jetzt macht's nicht so spannend. So, gerade finde ich es wirklich super spannend, weil man halt so gar nicht weiß, was da jetzt auf einen zukommt. Und das ist natürlich eher ungeil. Oh shit. The other fire teams reported multiple contacts. We're on our own until they break through. No time! Croft has the package! We can't lose her! So, dann machen wir das hier jetzt mal. Auf die harte Tour! Crap! So. Ah ja. Komm raus. So, der ist hinüber. Meldet sich noch jemand zum Dienst hier? Oder wie schaut's aus? Natürlich. So, Dalle. Alter Verwalter, ey. Ich treffe hier nicht. Vor allem wieder die falschen Pfeile benutzt. Das ist natürlich super. Ich glaube, wir haben's. So, ja. Das hört sich gut an. Alter Verwalter. Aber es ging eigentlich auch wieder. Das Einzige, was mich so ein bisschen wuschig macht, ist eben, dass es hier so neblig ist und rauchig,
Alles andere ist mir eigentlich Latte, aber dass man hier eben so gar nichts sieht, ist scheiße. Den Typen da oben komme ich wohl nicht so wirklich ran, oder? So, jetzt nochmal gerade umgucken. Aber hier oben war eigentlich auch nur noch Feuer, aber hier geht's auch oben rum. Huch, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier rumkomme. Autsch. Hätte ich mich sogar hier oben ganz gut verschanzen können. Ah, da drüben liegt sogar noch was. Crap. Wollte gerade sagen, komme ich hier jetzt nicht hoch. So, Freunde der Nacht. Hier leuchtet jetzt halt irgendwie alles auf. Das ist etwas desorientierend. Oder irritierend, je nachdem. Dann wollen wir wieder in die Dunkelheit hinabsteigen. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv? Okay, also ich soll wirklich hier durch. Crap, 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 crap. Weg hier, weg hier, weg hier. Crap, komm, Mädel. Ich glaube, wir sollten hier jetzt einfach nur fliehen. Ich muss auftauchen. Taucht doch auf, Mädel. Ach, sie taucht nicht auf, okay. Shit. Ah, ich dachte, ich kann hier wenigstens zwischendrin mal ein bisschen Luft holen. Hand over the Atlas. Shit. Ja, ich glaube, ich habe das Atemgerät bekommen. Ha! Bitch, please. Ja. Unendlich lange unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Oh, ist das großartig. Ja. Ja. I love it. Ach, wie geil ist das denn? Super. Dann kann ich nämlich auch ganz viele noch nicht geplünderte Gräber plündern. Das ist toll. Super. Das gefällt mir jetzt. Ich freue mich über jedes neue Item oder jeden neuen Ausrüstungsgegenstand, den wir bekommen. Oh. Hallöchen, Popöchen. Das sieht ouch aus. Mal da hoch. Beziehungsweise. Okay. I think I see my exit. Aber ganz vorsichtig. Looks like I'll have to use quick fire. Ach du Scheiße. Okay. Also, ich darf die Statue einmal umbomben. Darf ich mich mal sonst so drehen? Ja, erstmal nämlich gucken. Weil wenn ich hier irgendwas in die Luft jage, kommen wieder 5000 Gegner. Das kann ich ja jetzt schon voraussehen. Es gibt sogar Ratten. Oh shit. Ja, siehst du? Da geht es nämlich schon mal rund. Da ist ein Feuer. Griechisches Feuerdepot. Und wir haben doch tatsächlich einen Fähigkeitspunkt. Man glaubt es kaum. Ach, so langsam wird's komplizwickt. Ich nehme jetzt, glaube ich, einmal auch das hier, den listenreichen Kämpfer. Weil auch Giftpfeile sind ja eigentlich durch mich hergestellte Sachen. Also das müsste doch eigentlich auch mehr Erfahrungspunkte geben. Oh, da sehe ich doch was blinken. Da ist doch glatt ein Monsterversteck. Dann muss ich doch nochmal auf die Karte gucken. Ja, das hat sich super gelohnt. Ob hier noch mehr ist, wollte ich sagen, aber got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Ja, erstmal umschauen.
geht's auch noch hoch. Oh, kann ich sogar plündern, den guten Menschen hier? Kann ich dich auch plündern? Nö, ich bin voll. So. Na, hier oben ist doch auf jeden Fall noch was Hübsches. Sie war lebend, just a minute ago. And okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein extra Weg ist, oder? Nicht. Ich guck mal gerade, wie weit ich komme, wenn ich die Dinger hier abschieße. Was? Lautlos? Wieso denn? Doch gar nichts gemacht. So, warte mal. Dann brauche ich jetzt mal Feuer. Gucken. Ob ich dann hier schon mal so ein bisschen was erledigen kann. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Okay, es hilft also alles nichts. Wir müssen hier rüber und dann nochmal hier rüber. Ich frage mich echt, was mit den Gegnern hier hinten drin ist. Ah, hier ist noch ein bisschen was. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Oh je, oh je, oh je. Das wird ja spaßig. Das heißt... Got to find a Greek fire vessel first. Muss ich denn? Kann ich denn? Sollte ich denn? Keine Ahnung. Muss ich wahrscheinlich doch bei den Typen irgendwo hin. Gucken, was ist denn da hinten? Aber hier, das ist doch auch diese ganze Siffe, die explodiert, oder? Einfach schlicht und ergreifend. Außerdem liegt hier noch Kohle. Find a Greek fire vessel first. Ja, aber hier liegt doch noch ganz viel zum Einsammeln, Schatz. The church in the west has sent their messengers. Self-proclaimed soldiers of God, the knights of the Order of Trinity. They have come to silence the prophet, to quell his blasphemy and eradicate our movement. But it is too late now. We will not be silenced. Violence erupts in the Forum on a daily basis. The Prophet knows that we cannot stand against them, so we must leave Constantinople. We will go to the desert to build anew and continue the Prophet's work. Na dann, viel Spaß. Oh Mann, ey, bis ich hier durchblicke, das kann ja noch spaßig werden. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Da könnte ich glatt runter, aber da drüben liegen noch Münzen. Ja, ja, wenn ich jetzt hier runtergehe, das bringt jetzt noch nicht so sonderlich viel. Aber ich muss gucken, dass ich anscheinend hier griechisches Feuer runterkriege, das dann hier hinläuft. Und hier auf der anderen Seite brauche ich auch noch so griechisches Feuer, das dann hier an diesen Balken endet. Und dann muss ich das Beste hoffen. So... Now's the question. Erstmal, ich kann doch sicher... Nee, geht nicht. Kann hier nicht durchschießen. Anscheinend kann ich auch hier rüber springen. Ah. Einfach so. Okay, das ergibt Sinn. Aber wenn auch nicht wirklich viel. Ah ja, hier muss ich auch erstmal die Barriere niederknüppeln. Ah, that's how we roll. So, warte mal. Ja, da kann ich ja Feuerpfeil nehmen. So. Genau, dann kann ich das doch nochmal holen, ne? So, dann holen wir mal besser zwei. Die sollten doch dann hier... Don't think I've cracked this yet. I'll have to come back.
Okay, das brennt sich jetzt hier. Ein Wolf. Aber wir müssten quasi die andere Seite blockieren. Wenn ich das richtig sehe. Weil die blöden Dinger müssen ja hier vorbeilaufen. Aber im Moment laufen sie nur hier vorbei. Sie sagt aber, wir sollen später wiederkommen. Das heißt... Weiß jetzt aber nicht, was sie meint. Ob sie das hier meint oder nicht. Ich gucke erstmal auf der anderen Seite. Ob es da vielleicht ein bisschen einfacher wird, was ich nicht glaube. Ach, hier ist ja auch noch... Bum bum. Na ihr Süßen,